So, Folge 2 vom Thema Fotorucksäcke. Ich habe in der letzten Folge kurz vorgestellt den Löwe Flipside 300. Das Fazit nochmal, ist ein super Rucksack für Größenordnung, eine Vollspiegelreflex, also Vollformatspiegelreflex plus ein großes Objektiv. Passt da wunderbar rein, zwei Wechselobjektive, eine Wasserflasche, ein Stativ, kann man alles da reinmachen. Trotzdem ist der leicht und günstig. Okay? Also der ist gut, versteht mich nicht falsch. Trotzdem benutze ich den eigentlich fast nie, weil ich immer was anderes nutze. So, ich fange mal mit dem an, mit dem ich heute Morgen unterwegs war und diese Bilder gemacht habe. Ja? So war ich mit dem Bike unterwegs. Und im Moment ist halt perfektes Herbstwetter, es ist super schön mit Morgennebel und tollen Sonnenaufgängen. Dementsprechend bin ich jeden Morgen unterwegs mit dem Bike. Und eben mit dem Bike, und ich wohne in der Schweiz, also es geht bergauf. Das heißt, Gewicht ist ein Thema für mich. Und wenn Gewicht ein Thema ist, dann kann ich empfehlen den Exped Cloudburst 25. Gibt es in bunten Farben, jetzt hier in Schwarz. Ja, und der wiegt 300 Gramm. Ja, nur mal zum auf der Zunge zergehen lassen, 300 Gramm und der ist wasserdicht. Vor- und Nachteil ist halt, da ist wirklich nichts dran, ich kann den hier rollen. Das heißt, den kann ich auch wunderbar in einen anderen Rucksack reinstecken, so beim Reisen. Nehme ich den manchmal mit als Zweitrucksack oder für mit in die Kabine nehmen beim Fliegen. Und dann kann ich für Tagesausflüge den nehmen und habe sonst den Koffer dabei. Außerdem hat er draußen hier so ein Netz dran, sodass ich eine Jacke reinklemmen kann oder sowas. Deswegen passt da unheimlich viel rein für 300 Gramm wasserdicht. Okay? Wir sind zum Vergleich. Das Ding passt da also wunderbar rein. Also heute Morgen hatte ich dabei das Ding plus Stativ plus Jacke, und zwar eine warme Jacke, es ist kalt draußen. Was hatte ich noch dabei? So ein Beutel, ich habe immer so einen Allzweckbeutel drin mit ein paar Fernauslöser und solchen Sachen. Dann mein Flickzeug hatte ich dabei für mein Bike, just in case. Ich glaube, das war's. Und der war nicht voll. Also da hätte noch was reingepasst. Ja. Also da passt unheimlich viel rein. Da habe ich auch schon zwei Stative drin gehabt, plus die Canon oder so. Also passt relativ viel rein. Natürlich, Größe ist begrenzt, aber das ist wirklich mein Standard-to-go-Rucksack, weil der so leicht ist. Beim Biken habe ich meistens den. Der ist ein Kilo leichter als ein normaler Bike-Rucksack. Und mit dem Kilo kann ich mir dann erlauben, halt auch eine große Kamera mitzunehmen. Für NAV. Ne? Also kann ich wirklich sehr empfehlen. Der kostet irgendwie 70 Franken, also wahrscheinlich so 60 Euro. Absolut empfehlenswert. Was ich heute Morgen auch dabei hatte, bin ich ein riesen Fan von. Das ist eigentlich zum Klettern für Magnesium. Und da drin ist meine Future X100S. Ja. Die passt da easy rein, also passt auch was Größeres rein noch. Und das Ding ist von innen nämlich gefüttert. Das heißt, da kann nichts passieren. Ist relativ dick. Trotzdem, ich habe es gewogen, 100 Gramm. Es hat einen Hüftgurt, ich kann es mir rumhängen. Ich kann es aber auch einfach so dann in den Rucksack werfen. Weil das so dick gepolstert ist, kann mit der Kamera ja nichts passieren. Kann ich also wirklich sehr empfehlen. Heute Morgen wirklich dann den Rucksack auf hinten drauf mit Stativ und allem. Ist dann mühsam an die Kamera zu kommen. Und deswegen hatte ich die noch an der Hüfte, griffbereit für so die. Jetzt ist die Kamera wirklich nicht geeignet für Schnappschüsse. Ich muss mal eine Rezension machen. Also kauft die nicht, wenn ihr Schnappschüsse machen wollt. Taucht gar nichts. Aber für manche Sachen ist sie gut, das hätte ich sie ja nicht. Und deswegen hatte ich die also griffbereit. Ja. Ich habe es super günstig für 12 Euro gekriegt im Ausverkauf. Liegt so bei 25 Euro, glaube ich, bei bergfreunde.de. Ja. E9 kann ich extrem empfehlen. Also auch meine Sony Nex 7 passt da noch rein. Dann, was ich auch sehr häufig nehme, wenn ich ein bisschen mehr Zeug mitnehme, Blitzen, mehrere Stative und so, dann nehme ich meistens den Deuter. Ja. Das ist der Deuter Edge 25. Und hier vorne kann man ein Snowboard dran machen. Und wenn ein Snowboard dran hält, dann halten da auch 3-4 Stative. Ja, also da habe ich wirklich schon 3-4 Stative dran gehabt. 2 normale Stative plus 2 Lampenstative. Wenn ich filme und blitze und Kamera, dann brauche ich mehrere Stative. Ja. Kann ich einfach da vorne ranschnallen, zumachen, that's it. Könnte sie auch hier irgendwie ranschnallen oder so, aber einfach vorne rauflegen, zumachen, passt. Ansonsten ist der auch so, dass ich den von hinten aufmachen kann. Das heißt, ich kann den in den Dreck legen, kommt man alles wunderbar ran. Der ist recht groß, also da habe ich auch schon 2 Spiegelreflex drin gehabt. Draußen wieder 2-3 Stative dran, 2 Spiegelreflex drin, plus das ganze Blitzzeug, passt da alles rein. Der hat einen eingebauten Protektor und ist deswegen ein bisschen schwerer. Aber wenn ich nicht in die Berge will, spielt mir das ja keine Rolle. Und dann ist es einfach super. Und er hat einen extrem dicken Rücken, ist ganz dick gepolstert hier. Das heißt, da piekst und drückt dann auch nichts. Der trägt sich super, man sieht das, breite Riemen. Also 10, 15 Kilo trage ich da easy mit, den ganzen Tag lang. Einschließlich Hüftgurt. Ja.
Auch der liegt bei deutlich unter 100 Euro. Kann ich also extrem empfehlen. Hat hier vorne zwei Taschen. Ja, die relativ groß, einschließlich nochmal so ein Netzteil. Und dann hier noch so für Kleinkram, Taschentücher und das Übliche. Was ist denn da drin? Okay. Ja. Wenn ich das hier zumache, kann ich das hier also stramm ziehen und komme trotzdem hinten noch wunderbar ran, dadurch, dass ich hinten aufmachen kann. Hier noch das Rückenfach. Auch das, ja, iPad Mini passt da wahrscheinlich rein, das normale iPad leider nicht. Wenn man das dabei haben will, dann muss ich es halt in eine Hülle irgendwie so reinlegen. Also kann ich wirklich extrem empfehlen, benutze ich häufig. Ganz am Rande, kein Rucksack, aber Tasche, so ein wasserdichter Beutel von Expert, kostet ein paar Euro, der ist halt wasserdicht. Den nehme ich häufig noch, das passt jetzt gerade nicht, gerade so noch. Aber meistens habe ich ja das 24-105er Objektiv dabei, passt da wunderbar rein, da passt fast alles rein. Dann ist die Kamera noch mal ein bisschen geschützt gegen Kratzen und ist wasserdicht. Und dann einfach so eine ganz normale Umhängetasche, das wollen wir mal nicht vergessen. Ich habe die noch, eine vergleichbare, noch in größer, deutlich größer, da passt noch die große rein. Aber die ist absolut groß genug für die Canon 6D mit dem 24-105. Habe ich schon öfter da drin gehabt. Ist dann nicht so auffällig, es dreht sich wunderbar, ich kann mich ganz normal bewegen damit, ich bin nicht so auffällig wie Fotorucksack. Auch das ist günstiger als ein Fotorucksack und vielseitiger. Es gibt aus meiner Sicht überhaupt gar keinen Grund, einen Fotorucksack zu kaufen. Es sei denn, man hat jetzt wirklich sehr spezielle Anforderungen und da weiß man aber auch, was man will. Aber für uns Hobby-Shooter finde ich sowas eigentlich, der normale Bürorucksack oder halt sowas, absolut wunderbar. Und zack, kannst du vorne nehmen, kann die Kamera rausnehmen, ich kann auch hier drinnen wursteln, wenn ich will. Da alles Mögliche drinnen neben der Kamera. Jetzt will ich nicht sagen, du musst diesen Crumbler-Bag kaufen, es gibt ja diverse solche Taschen. Ja? Wichtig auch da vielleicht, dass sie ein bisschen wasserdicht ist, je nach Wetter halt. Okay? Das war es eigentlich schon. Das ist so das Equipment, was ich benutze. Irgendwas davon benutze ich immer. Oder meine Velotasche. Ich habe halt kein Auto. Ich bin meistens mit dem Velo unterwegs. Und dann habe ich häufig so, ich habe so große, ordentliche Velotaschen. Da habe ich häufig ein oder zwei davon dabei und stopfe da auch einfach alles rein. Auch dann spielt Gewicht in der Regel keine Rolle. Und dann nehme ich halt wirklich die meinetwegen noch ein Tuch rein oder so und gut ist. Ja. Also es gibt aus meiner Sicht, wie gesagt, keinen Grund für 200-300 Euro einen Fotorucksack zu kaufen. Aber das ist meine private Meinung. Ich bin mir sicher, ihr habt andere Meinungen und ich bin mir sicher, ihr habt andere Anforderungen. Deswegen ist das mehr so als Gedankenanstoß gedacht. Ja? Wenn ihr unsicher seid, wenn ihr sicher sein wollt, dass ihr Fotorucksack kaufen wollt, dann kann ich die Löwe Pro wirklich sehr empfehlen. Wie gesagt, die gibt es in verschiedenen Größen und die taugen eigentlich alle was. Die sind alle wirklich gut verarbeitet, auch hier relativ stabil, da kann der Kamera auch nicht so viel passieren. Okay? Ich hoffe, das hat ein bisschen geholfen. Schreibt doch ruhig YouTube, schreibt doch ruhig unten rein, was euer Lieblingsfotorucksack ist und warum. Einfach 2-3 Sätze. Dann lernen wir alle was dazu. Okay? Also. Ciao.